Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 4 Hausbau-Video oder halt Apartment-Renovierungs-Video in dem Fall. Und ich habe euch letzte Woche abstimmen lassen, was ihr gerne diese Woche sehen möchtet. Und das Hippie-Familien-Apartment hat gewonnen und hier sind wir jetzt. Und wenn ihr die Familie dazu sehen möchtet, das ist die Familie Bridges. Die kam am Freitag, glaube ich. Ja, am Freitag. Die verlinke ich euch jetzt in der rechten oberen Ecke des Videos am Ende und in der Infobox. Also, wenn ihr da vorbeischauen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Und ja, die Familie ist eine, finde ich, sehr interessante Familie. Also, sie besteht eben aus dem Vater David Bridges, der Maler ist und familienbewusst ist und die Natur sehr liebt, aus seinen beiden Söhnen, die beide schon Teenager sind, und aus einer Frau, die er geheiratet hat, von Megan, die aber nicht die Mutter der beiden Söhne ist, sondern eben ja, später in die Familie dazugekommen ist. Und ich hatte die Idee, wieder so ein bisschen in Richtung Hippie-Stil zu gehen mit dem Apartment. Und ich wollte aber mal so ein bisschen weggehen von dem schon vorgegebenen Hippie-Stil von Heimkino-Accessoires, die ja zum Beispiel diese Vorhänge und diese Teppiche haben und Stühle und so weiter mit diesen wirklich sehr leuchtenden Farben und ja, sehr, sehr bunten Mustern. Und ich finde das cool, das Stuffpack, ich verwende das auch viel, aber ich finde den Hippie-Stil da drin nicht so komplett realistisch, sondern eher wirklich so, wie ich das in Sims umsetzen würde. Und hier wollte ich es mehr mal so umsetzen, wie denn jemand, der tatsächlich so von der Denkart so leicht in die Richtung geht, vielleicht sein Apartment tatsächlich einrichten würde. Und da sind dann hier eher Objekte drin, die einfach zum Beispiel aussehen, finde ich zumindest, als wären sie in lokalen Schreinereien hergestellt worden und irgendwie Teppiche, die so aussehen, als wären sie aus biologisch angebauter Wolle oder so, oder ich weiß nicht, vielleicht sind es auch keine Wollteppiche, sondern irgendwie Teppiche aus irgendwas anderem, aber ja, das war so die Idee dabei. Und ich unterbreche hier diese Ausführungen dazu mal, um euch zu erklären, was ich hier mache. Und zwar habe ich hier ein Regal erstellen wollen, was an Stangen eben über der Arbeitsfläche hängt. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen in Apartments, aber da häufig in sehr hochmodernen Apartments. Und ich habe hier die Regale, die ich glaube aus Waschtag kamen, verwendet und die eben da platziert. Und dann habe ich die Enden der Lichterketten von diesem Kleinkinder-Accessoire-Pack. Also man hat da so Objekte, wo man so einen Stab hat und von da aus geht so eine Lichterkette ab und dann hat man so einzelne Objekte nochmal als Stab, um sozusagen die Lichterkette abzuschließen. Und die habe ich hier als Verbindung zwischen dem Regal und der Decke verwendet. Und ich habe sehr viel von allem, was ich hier mit diesem Regal gemacht habe, rausgeschnitten und das Video war auch direkt 10 Minuten kürzer. Einfach weil es so schwierig war, die Objekte da drauf zu ziehen, weil sie teilweise halt auf den Theken sitzen wollten. Deswegen musste ich alle Theken da wegnehmen. Dann wollten sie auf dieser Oberfläche der Halbwand sitzen. Dann musste ich die Halbwand wegnehmen, um dafür alles drauf zu platzieren. Und dann war das da teilweise sehr schwierig, dass je nachdem, von welchem Winkel man guckt, es sich verändert, ob das Objekt jetzt genau auf dem Regal da sitzt oder leicht da drüber oder leicht daneben ist. Und ich habe so häufig alles hier nochmal abgerissen und nochmal die Wand runtergenommen, um irgendwas auf dem Regal verschieben zu können und dann alles wieder zurück an seinen Platz gestellt. Und am Ende gibt es immer noch so ein paar Objekte, die stehen da nicht so 100% korrekt drauf, aber ich habe einfach meine Nerven damit verloren gehabt, weil ich so viel damit rumgetrickst habe und man sieht es halt wirklich nur. Also ich denke, im Gameplay würde man es nicht sehen, halt nur beim Screenshot machen. Am Ende ist es mir aufgefallen, weil ich gedacht habe, oh nein, jetzt habe ich schon so viel Zeit damit verbracht und man sieht immer noch, dass es so, ha, ja, aber das ist da passiert. Und ich fand die Idee aber an sich doch so gut, dass ich es trotzdem dagelassen habe. Und ja, wenn euch das zu sehr stört, müsst ihr dann die Objekte vielleicht löschen oder schauen, ob ihr die vielleicht dann gerade da drauf gesetzt bekommt. Und ja, hier erstellen wir gerade das Wohnzimmer. Und ja, also der Stil sollte so, ich würde es jetzt mal Großstadt-Hippie-mäßig nennen. Und es hat teilweise so ein bisschen etwas industrieller angehauchte Elemente, wie jetzt diese Schränke an der Wand und das Bücherregal. Aber ich habe auch sehr viele Sachen aus Dschungelabenteuer verwendet, weil die auch bunt sind und irgendwie sehr interessante Muster haben. Und die Mutter, oder nicht die Mutter, aber die Freundin des Vaters oder die Frau des Vaters, Megan, die hat ja auch als Lebenswunsch diesen
Archäologie verbundenen Lebenswunsch, also möchte auch reisen und so weiter. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie vielleicht dann auch entweder Möbelstücke von dort mitgebracht hat, hin und wieder, oder zumindest vielleicht die Kissen auf den Sofas oder so, oder eben, dass sie einfach den Stil an sich so toll findet und dann eben in San Myshuno Möbel gekauft hat, die ähnliche Stilrichtung haben wie Möbel, die sie schon in Selvadorado gesehen hat. So. Und ja, das war so eine Idee in die Richtung. Die beiden Söhne, also Tyler und James, sind beide nicht so sehr in dem Stil drin. Man sieht auch, dass ihre Schlafzimmer einfach auch anders eingerichtet sind und da nicht so sehr reinpassen. Aber ich glaube, sie hätten trotzdem kein Problem damit, wie der Rest hier aussieht. Und ich finde zum Beispiel auch diesen Teppich hier. Der bringt dieses ganze Thema nochmal sehr zusammen, dass das alle anderen Objekte, die hier sind, dadurch so ein bisschen besser wirken können, finde ich irgendwie. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber für mich war das irgendwie so, okay? Und ich habe hier auch einiges mit Pflanzen gemacht. Ich habe hier zum Beispiel auch mal innen Pflanzen an der Wand, jetzt hier neben dem Fernseher. Ich mache das meistens eigentlich, wenn überhaupt, eher draußen. Ich meine, jetzt hier haben wir bei einem Apartment, das keinen Balkon hat, offensichtlich überhaupt keinen draußen. Da hätte sich das sonst überhaupt nicht ergeben. Aber sonst, wenn ich Häuser baue, so diese Pflanzen, die an die Wand kommen als Wandobjekt, verwende ich normalerweise nicht so viel drinnen. Außer ab und zu die aus Wellness-Tag, irgendwie wenn ich eine Sauna baue oder so. Aber hier, finde ich, hat das richtig gut gepasst. Und hier haben wir den großen Esstisch. Und ich habe mir halt einmal vorgestellt, dass das Apartment an sich halt sehr familienfreundlich sein sollte. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das total liebe, kommunikative Menschen sind, die auch viele Freunde und Bekannte haben und die dann hier vielleicht auch zum Essen einladen und all das. Und ich fand auch dieses Hundekörbchen hat so eine schöne Farboption hier, die wir da gewählt haben mit diesem Muster. Das finde ich, sieht total süß aus. Und ja, ich bin mal gespannt, ob Sunny, der Hund, jemals in diesem Hundekörbchen schlafen wird, weil ich glaube, Isa aus unserem Apartment Nummer 4 Let's Play hat noch kein einziges Mal in ihrem Hundekörbchen geschlafen. Die schläft entweder im Badezimmer auf dem Boden oder auf dem Teppich im Schlafzimmer, obwohl inzwischen im Schlafzimmer ihr Körbchen steht. Ja, es ist empörend. Und ja, ich fand hier dieses Bild mit dem Gelb ganz cool, weil es das Gelb von dem Teppich nochmal aufgreift, aber noch so ein paar neue Rottöne reinbringt, aber auch gleichzeitig so ein bisschen das Grün hat, was hier auch überall ist. Und der Vater David hat hier auch seine Ecke zum Malen. Wenn wir jetzt ein größeres Apartment gehabt hätten, hätte ich dafür vielleicht einen eigenen Raum auch gemacht. Aber das fand ich hier in einem Apartment von der Größe ein bisschen albern. Vor allem auch die Sims, die in der Malerkarriere sind, malen ja auch nicht ausschließlich zu Hause. Also die gehen ja auch wirklich zur Arbeit halt aus dem Haus raus. Und obwohl sie dann als Aufgabe für zu Hause haben, noch mehr Bilder zu malen. Es ist ja jetzt nicht so, als würden die die ganze Zeit irgendwie immer nur da stehen und malen. Es ist ja wirklich nur so einmal am Tag oder so oder alle paar Tage mal. Und von daher fand ich das auch dafür ganz cool. Und hier die Ecke mag ich auch sehr gerne. Das ist einfach so eine kleine Ecke mit Computer. Die Kinder oder die Teenager haben jeweils nochmal einen eigenen Computer und das ist dann sozusagen der Eltern- oder Familiencomputer oder was auch immer. Und ja. Da hatte ich auch einfach dann noch so viel Platz in der Ecke und dann fand ich das ganz cool, dann sowas hier zu haben. Und von den Fenstern aus, von dem Apartment, sieht man teilweise das Mondrian-Penthouse. Also das sind dann sozusagen die Stars am Künstlerviertel. Und es macht mir immer mehr Spaß, wirklich so die Viertel selbst durchzuplanen irgendwie. Also mir so eine eigene kleine Dynamik dafür zu überlegen vielleicht und auch so zu überlegen, welche Beziehungen die Sims untereinander hätten. Also die eine Familie zur anderen Familie und so. Und irgendwie, ja, das macht mir im Moment viel Spaß. Und ja, hier verziehen wir noch ein bisschen mit einem Bücherregal. Das muss halt auch sein. Und ich finde diese Teppiche auch ganz cool. Ich glaube, die kommen von Sims 4 Katzen und Hunde, die so ein bisschen aussehen, als wären sie, ich weiß nicht, gewebt vielleicht. Und bei den Badezimmern haben wir auch nochmal sehr viel aus Dschungelabenteuer verwendet, einfach weil wir das ja ohnehin schon so ein bisschen als Thema im Apartment drin haben. Und ich finde die Sachen für die Badezimmer aus der Erweiterung einfach so schön. Mir ist jede Entschuldigung gut genug, die verwenden zu können. Und ja, ich bin mal gespannt, wann das Video hier online geht, weil normalerweise nehme ich die Videos mindestens einen Tag vorher auf, bevor sie, ja. Bevor ich sie für euch veröffentliche, weil es auch mit dem Hochladen ein bisschen dauert. Aber es hat diesmal nicht so wirklich geklappt und dann wollte ich das heute Vormittag aufnehmen und dann irgendwie habe ich lang geschlafen und dann bin ich mit meiner Familie essen gegangen und jetzt ist es schon deutlich später. Also
Ja, wenn ihr auf das Video gewartet hättet und irgendwie das, ne, dann Verzeihung dafür. Wobei ich auch sagen muss, ich habe heute den letzten Ferientag. Ab morgen geht es wieder los mit der Uni. Also morgen fahre ich zurück in die Stadt, in der ich studiere und in meine Studentenwohnung und so. Und übermorgen habe ich dann die ersten Veranstaltungen. Und wie immer, das kann halt auch einfach sein, wenn jetzt die Uni wieder anfängt, dass manchmal Sachen ausfallen, dass ich einfach nicht die Zeit finde, ein Video zu machen oder dass irgendwie kurzfristig was dazwischen kommt und ich anders geplant hatte oder so. Das passiert einfach dann schon mal. Und ja, letztes Semester hat es super gut geklappt eigentlich mit dem Upload-Plan. Da war ganz selten mal, dass ich das nicht hinbekommen habe. Meistens kamen dann die Videos, aber halt, ja, ich kann es euch nie versprechen. Aber da wart ihr bis jetzt auch immer super lieb und verständnisvoll. Also gehe ich mal davon aus, dass das kein Problem ist. Und ich muss mal schauen, ihr hattet euch auch gewünscht, nachdem jetzt einige Leute sich doch auch dieses Video von den wilden Hühnern angeschaut hatten, was ich gemacht habe, dieses Erstelle einen Sim der wilden Hühner, was ich ehrlich gesagt gar nicht so erwartet hatte von dem Video, dass das so eins der Videos wird, das sich recht viele Leute angucken im Vergleich zu anderen Videos, die ich mache. Und ihr hattet euch gewünscht, dass ich die gegnerische Bande der wilden Hühner, die Pygmäen, auch erstelle. Und das werde ich gerne machen. Falls die Person, die sich das gewünscht hat, zuhört, dann umso besser jetzt. Wenn nicht, ja, dann kann ich es auch nicht ändern. Das kommt noch irgendwann, aber im Moment habe ich nicht so viele Ideen genau dazu und nicht so die Lust, gerade dieses spezifische Video zu machen. Das heißt, es wird irgendwann kommen, aber jetzt nicht sofort. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich werde es nicht vergessen, aber ja, das habe ich so ein bisschen wieder nach hinten versetzt, weil ich glaube, es ist einfach nicht so schön vom Ergebnis her, wenn man sich sozusagen zu irgendwas drängt, auf für das man gerade nicht so wirklich Ideen hat, wenn es ein kreativer Prozess sein soll. So, ne? Ja. Das mal so am Rande. Und hier das Schlafzimmer der Eltern finde ich auch super schön, weil ich mag dieses Bild über dem Bett so gerne. Also ich mag das Bild an sich, aber ich mag auch gern diese Farboption, die wir da haben. Dieses Grün, Türkis mit dem Orange. Finde ich total schön und das passt sehr gut zu dem Bett und den Lampen und da konnte man ein paar Sachen mitmachen. Und ja, das ist auch das Schlafzimmer, was so vom Einrichtungsstil am meisten zu den anderen Schlaf, nicht zum anderen Schlafzimmern, zu den anderen Räumen hier im Haus passt. Und ja, wie gesagt, die Zimmer der Teenager sind eben mehr so wirklich an ihre Persönlichkeit angepasst und haben weniger dieses Hippie-Thema. Und was mir aber auch echt gefällt, ist einfach dadurch, dass die Apartments ja häufig schon so ja, eine moderne Grundstruktur haben, wie jetzt hier eben durch die Fenster. Also ja, die meisten Apartments, außer die am Gewürzmarkt, die teilweise ein bisschen altmodischer sind von ihren Fenstern her, haben sehr moderne Fenster in San Myshono. Und ich finde das manchmal ganz interessant, wenn man einen nicht so modernen Einrichtungsstil damit kombiniert. Ich habe demnächst auch ein Apartment eingerichtet mit vielen klassischeren Objekten und Möbelstücken und es waren mehr so Sachen, die man vielleicht sonst in irgendwie eine Villa stellt oder irgendwie ein sehr klassisch aufgebautes Haus. Und das wirkte sehr schön mit dem Apartment selbst zusammen, fand ich, weil es dadurch irgendwie so ein bisschen was Interessantes bekommt, weil es das Ganze so ein bisschen aufgebrochen hat. Und ja, ich habe einige Sachen gebaut jetzt in den Ferien, also mal schauen, wann das jeweils kommt. Ich glaube, nächste Woche bekommt ihr wahrscheinlich erstmal das neue Haus von den Buchholzkindern, also von den Kindern, die in der 100 Baby Challenge jetzt ausgezogen sind, also von im Augenblick noch Schlumpf und Wednesday. Das habe ich gebaut. Ich denke, das kommt vielleicht nächste Woche. Und ja, schauen wir mal. Die anderen kommen dann im Verlauf der nächsten Wochen irgendwann. Und hier haben wir das Elternschlafzimmer. Die Eltern haben ein eigenes nicht Schlafzimmer, Badezimmer. Wie heißt der Raum mit der Dusche? Badezimmer, so. Und ja, wir haben zwei Badezimmer hier. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Die Erwachsenen teilen sich ein Badezimmer und die Teenager teilen sich ein Badezimmer. Und zu viert zwei Badezimmer ist auch eigentlich schon echt bequem mit den Sims. Und ich glaube auch, dass das Apartment im Gameplay sehr schön passt. Also ich mag es generell dadurch, dass die Apartments nicht so furchtbar groß sind, wie jetzt häufig Häuser, wenn man sie baut, dass das im Gameplay häufig sehr, sehr flüssig funktioniert, weil sie schnell von A nach B kommen innerhalb von ihrer Wohnung, während die in sehr großen Häusern ja halt dann ewig unterwegs sind und so. Und wir haben hier halt außerdem auch einen kleinen Waschraum, also halt mit also einer Waschmaschine, einem Trockner und irgendwie so ein bisschen Krimskrams noch drumherum, Wäschekörben und so. Und das fand ich halt auch irgendwie ganz realistisch bei so einem Familienapartment. Also halt, je nachdem, klar, wären so Sachen wie die Waschmaschine und so vielleicht in der Küche oder im Badezimmer und so, aber halt
So ein eigener Waschraum fand ich halt auch ganz cool. Und hier kommen wir zum Schlafzimmer von Tyler. Und Tyler ist ein Sim, den wir schon im Let's Play selbst kennengelernt haben. Und er ist eben, ja, so ein Geek, also mag Comicbücher, mag Computerspiele und ja, ist ein sehr, finde ich, liebenswürdiger Sim, ist vielleicht manchmal so ein bisschen schüchtern. Und ich finde, das sieht man auch in seinem Zimmer, also halt, dass er Comicbücher mag und so weiter. Nicht unbedingt so sehr, dass er schüchtern ist. Und ja, es sollte halt einfach ein schönes Teenagerzimmer werden. Und er hat einen sehr schönen Ausblick auch aus dem Fenster, ein sehr schönes großes Fenster. Und es ist teilweise noch so ein bisschen kindlich gehalten, glaube ich. Also zum Beispiel, er hat diese Nachttischlampe, die gleichzeitig auch aussieht wie eine Rakete, und er hat dann Poster an den Wänden, und er hat ja irgendwie diese Void-Kreaturen an der Wand und hat irgendwie auch so einen Roboter, vielleicht irgendwie so ein Sammelstück dann auf einem Regal, das seht ihr gleich noch. Und ich glaube halt schon, dass er vielleicht, obwohl er Teenager ist, teilweise schon noch so ein bisschen kindlicher ist von seiner Art her. Und sein Bruder James, von dem ich mir ja auch vorgestellt habe, dass er vielleicht der ältere Bruder ist, dessen Zimmer sieht, finde ich, viel erwachsener aus im Vergleich. Also ich finde, es ist trotzdem immer noch passend für ein Teenagerzimmer, aber es ist irgendwie so ein bisschen, ja, es sind keine Spielsachen drin, es ist irgendwie so, ja, ein bisschen vielleicht stylischer irgendwo auch, ich weiß nicht, ja, so leicht vielleicht. Und das, finde ich, passt auch ganz gut zu den beiden Sims hier. Ich habe aber geguckt, die Schlafzimmer sind ungefähr gleich groß. Das ist mir immer irgendwie wichtig, wenn ich Schlafzimmer für Geschwister baue, dass die so ungefähr gleich groß sind, weil ich weiß nicht, sonst habe ich immer direkt im Kopf, dass das total ungerecht ist oder dass sich die Kinder dann streiten müssen oder so, wer das größere Zimmer bekommt. Oder ich denke dann, der Sim, der das größere Zimmer bekommen hat, ist dann irgendwie vielleicht durchsetzungsstärker oder gemeiner als der andere Sim, und je nachdem will ich das von der Storyline nicht, und es ist eigentlich ein bisschen albern, weil ich meine, es ist nur ein Zimmer, aber irgendwie habe ich das dann direkt im Kopf. Und ja, hier kommen diese Void-Kreaturen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, als Teenager kann man mit diesem Kinderspielzeug-Dings, wo man mit diesen Kreaturen und den Karten spielen kann, gar nicht mehr selber spielen. Ich glaube, das können nur Kinder, aber man kann sich auch vorstellen, es gäbe darüber irgendwie noch, keine Ahnung, Comicbücher oder was auch immer. Also man kann ja zum Beispiel auch bei Pokémon, man kann einmal Pokémon als Spiel wirklich selbst spielen, aber es gibt ja auch zum Beispiel Filme und ja, die, wo man halt nicht aktiv spielt, sondern es dann wirklich eher eine Geschichte erzählt wird und so noch dazu. Und ja, vielleicht ist das sowas, keine Ahnung. Und oh, ich habe so ewig lang nicht mehr Pokémon gespielt. Ich habe früher Pokémon Diamant gespielt auf dem Nintendo und mein Bruder hatte Pearl. Und mein Bruder war natürlich immer besser als ich da drin. Und ja, mein Nintendo ist halt auch jetzt schon sehr, sehr alt und irgendwie klappt nicht mehr so ganz richtig. Auch deshalb habe ich das so lange nicht mehr gespielt. Aber jetzt, wo ich dran denke, irgendwie, ich krieg gerade wieder Lust, das könnte ich eigentlich nochmal irgendwie machen. Ja, hier sind wir im Schlafzimmer von James, und James ist von seiner Art her sowohl sportlich als auch, er liest gerne. Und da haben wir hier also so ein einmal Bücher eben im Raum, aber auch dann dieses Wandobjekt, wo man in so einem Bilderrahmen dann ein Sportshirt drin hat, was irgendwie unterschrieben zu sein scheint, irgendwie sowas hier. Und ich finde es sehr schön, er hat dieses Bett mit diesem Gelb und Grün. Und wir finden am Ende noch ein Bild, um über das Bett zu hängen. Hier das. Und das passt so schön von den Farben her, weil das Grün so ähnlich nochmal da drin ist. Und ich habe das noch nie in Kombination mit diesem Bett verwendet. Und ich finde, das passt auch so schön zu dem Teenagerzimmer. Und da war ich ganz froh, dass ich das gefunden habe. Und sein Bruder James, nein, James Bruder Tyler, so, dessen Zimmer wir eben gemacht haben, der hat auch noch die Spielzeugkiste für den Hund im Zimmer, einfach weil er ein Hundefreund ist und eben der Rest der Familie den Hund wahrscheinlich auch gern mag, aber halt nicht so hundeverrückt ist wie jetzt er. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass er vielleicht auch so die Hauptbezugsperson vom Hund ist und irgendwie, ja, da so derjenige ist, der sich am meisten um den kümmert vielleicht. Und hier habe ich mal so eine Art Fensterbank kreiert mit den Regalen. Das fand ich ganz cool. Vielleicht mache ich das öfter. Das hatte ich schon häufiger als Idee, aber ich mache das irgendwie nicht so oft, weil ich weiß nicht, ich finde teilweise bei den traditionelleren Fenstern war das häufig nicht so, dass das zum Rest des Hauses gepasst hat, bei den Häusern, die ich bis jetzt gebaut habe. Und bei den modernen Fenstern, die sind halt häufig dann bodentief und halt auf dem Boden macht man halt keine Fensterbank. Und ja, aber hier fand ich das echt cool, auch so am Schreibtisch. Und
Ja, auch er hat einen schönen Ausblick runter ins Künstlerviertel. Und das ist jetzt mit der Mondrian-Familie die einzige Familie am Künstlerviertel bis jetzt, glaube ich. Und ich freue mich aber auch darauf, die anderen noch so ein bisschen mehr zu gestalten. Den Gewürzmarkt haben wir jetzt eigentlich komplett. Und beim Modeviertel habe ich schon einiges gemacht und beim Businessviertel jetzt zwei Grundstücke. Also halt einmal das Fitnesscenter und das Apartment von letzter Woche. Und hier seht ihr das Shirt, was da irgendwie mit Autogramm an der Wand ist. Und James trägt auch selbst so ein ähnliches T-Shirt. Also vielleicht ist das irgendwie von seiner Lieblingsmannschaft oder irgendwie sowas in der Art. Und ja, das hier machen wir noch so ein paar kleine Details. Und dann sind wir auch schon fertig mit der Wohnung. Und dann geht es in die Screenshots jeden Moment. Und ja, ich habe hier noch so ein bisschen was verziert und ein paar Sachen gesucht, weil ich finde es manchmal so ein bisschen unrealistisch, wenn in Teenagerzimmern so furchtbar viel Deko ist, weil ich als Teenager fast keine Deko hatte und das deshalb so ein bisschen unrealistisch finde. Und hier sind wir in den Screenshots. Hier seht ihr vor allem den Wohnraum und jetzt seht ihr ein paar Screenshots von der Küche, die teilweise in sehr merkwürdigen Blickwinkeln sind. Das ist deshalb, damit es so aussieht, als würden die Objekte tatsächlich auf den Regalen stehen und nicht leicht drüber schweben. Und hier haben wir die kleine Arbeitsecke neben der Küche. Hier haben wir das Schlafzimmer von Tyler, eben mit sehr viel Blau und ansonsten eben mit sehr vielen Postern und Figürchen und all dem. Genau, hier vor allem noch an der Wand. Hier haben wir das Elternschlafzimmer, was ein bisschen mehr zum Rest des Hauses passt oder zum Rest der Wohnung, so in diesem auch leicht von Dschungelabenteuer inspirierten Stil. Und hier haben wir den Waschraum mit den beiden Waschmaschinen und irgendwie diesem Pseudo-Bügelbrett, was eigentlich nur zur Deko dient. Aber ja, hier haben wir das Schlafzimmer von James, also hier die Seite mit dem Bett und hier die andere Seite mit dem Schreibtisch und dem Blick nach draußen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!